Hallo da draußen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt's was Leckeres Vegetarisches und ich liebe dieses Essen einfach. Es sind nämlich würzige Falafel. Für die Falafel brauchen wir eine Menge Gewürze, Salz, Pfeffer natürlich standardmäßig, aber auch Kreuzkümmel und Korianderpulver. Und als Basis brauchen wir Kichererbsen. Die könnt ihr entweder in den Dosen kaufen, die sind dann schon schön weich. Wenn ihr aber trockene Kichererbsen kauft, müssen die auf jeden Fall in Wasser ein bisschen aufkühlen, für 12 Stunden am besten abgedeckt in den Kühlschrank stellen, damit die am nächsten Tag weiterverarbeitet werden können. Sind die Kichererbsen vorbereitet, gebe ich die einfach in eine Schüssel. Den Kreuzkümmel gebe ich in einen Mörser. Dann wird er schön fein zermahlen. Dann ab zu den Kichererbsen, Koriander dazu, das Paniermehl. Dann brauchen wir noch leckeren, frischen Knoblauch. Der wird klein gehackt. Dann noch eine Zwiebel. Die schneide ich ebenfalls in feine Würfel. Und dann brauchen wir noch etwas Mehl. Frische Petersilie darf bei Falafel auf gar keinen Fall fehlen. Die kommt dann auch noch dazu, zusammen mit etwas Backpulver. Und dann fehlt nur noch etwas Salz und Pfeffer. Jetzt alles gut miteinander vermischen. Anschließend erhitze ich schon mal das Öl in einem großen Topf. Befeuchte meine Hände. Und forme die Falafel in kleine, feine, runde Kugeln. Wenn das Öl heiß genug ist, für ca. 4 bis 5 Minuten frittieren, bis sie schön goldbraun ausgebacken sind. Falafel sind so super lecker und zu Hause auch so schnell und so leicht gemacht. Es schmeckt super würzig. Ihr könnt natürlich noch ein Pitabrot nehmen, da ein bisschen Soße reintun, Gemüse reintun. Es ist einfach ein super leckeres, fantastisches Gericht und ich liebe es. Wenn ihr ein paar Rezeptvorschläge habt, was ich mal nachkochen soll, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich von euch zu lesen. Wenn ihr jetzt Gewürze braucht, schaut in meinem Online-Shop vorbei. Da gibt es so ziemlich alles, was ihr braucht. Die ganzen Zutaten mit den Mengenangaben sind nochmal unten verlinkt, damit ihr es am Wochenende selbstverständlich nachkochen könnt. Jetzt wünsche ich euch aber ein super schönes Wochenende und natürlich einen guten Appetit und ich sage dann schon mal bis morgen. Tschüss!